Leute, Respawn höchstpersönlich hat den Solo-Modus geteasert und keine Sau hat's mitbekommen. Danke an Lynx, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe euch vor ein paar Tagen ein Video gezeigt über den Text, den ihr im Hintergrund seht, wo es um das Matchmaking-Problem geht, wie es genau funktioniert und wie es funktionieren sollte und was für Änderungen kommen und so weiter, mit was wir rechnen können. Und genau in diesem Text versteckt sich der Hinweis Solo-Modus. Ihr seht es hier schon mal grün markiert. Wenn ihr auf einer Internetseite drauf seid, dann könnt ihr in einem Menü auf der Internetseite nach bestimmten Begriffen suchen. Und wenn ihr das Wort Solos eingibt, könnt ihr vier Begriffe hier insgesamt in dem gesamten Text durchseppen. Hier haben wir das erste Mal. Hier aus dem Kontext gerissen, kann man das grün markierte Wort Solos, Duos noch so rauslesen, wenn ihr eine Trio-Runde startet. Könnt ihr entweder alleine in dieser Runde sein und es werden Randoms gesucht, zwei Stück, oder im Duos und es wird noch einer gesucht und eben die passenden Squad-Gegner. Hier kann man noch rauslesen, dass das einfach nur vielleicht ein Schreibfehler ist, aber im vierten Begriff oder in der vierten Suche oder in dem vierten Suchergebnis, meine Fresse, diese Änderungen werden Anfang 2023 weltweit implementiert und künftige Versionen unseres Matchmaking-Algorithmus werden die effektive Fähigkeit von Solos, Duos, Trios besser ausgleichen. Da hammer's. Hier ist es versteckt. Der Solo-Modus scheint tatsächlich zu kommen. Natürlich könnte man das fehlinterpretieren. Ich glaube aber im letzten Satz tatsächlich, dass es hier kaum Raum für eine Fehlinterpretation offen lässt. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, würdet ihr das jetzt genauso wie der Kollege Lynx oder ich interpretieren? Oder seht ihr da was völlig anderes? Ich glaube fest daran, der Solo-Modus kommt. Wenn ich in Season 16, dann vielleicht in Season 17. Ich bin fester Überzeugung. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.